James-Bond-Schauspieler Daniel Craig machte einen Rückzieher, kurz bevor die Produktion von The Whole Truth losging. Boston Globe berichtet, dass sich der Schauspieler unerwartet aus dem Projekt zurückzog, in dem ebenfalls Renée Zellweger mitspielt. Warum ist jedoch unklar. Es muss eine ziemlich kurzfristige Entscheidung gewesen sein, da er am Sonntag im Vier-Jahreszeiten-Hotel war. Aber am Montag war Daniel bei seiner Frau Rachel Weisz in New York. Dort bekam sie ein paar Preise für ihre Arbeit mit The Opportunity Network, eine Organisation, die unterprivilegierten Teenagern hilft, ihren Weg ins Berufsleben zu finden. Hoffen wir mal, dass keiner der Teenies ein Praktikant bei dem Film sein sollte. Wir werden mit Sicherheit schon bald herausfinden, wieso er abgesagt hat.